Und guten Morgen an alle Teilnehmer. Freut mich, dass Sie Zeit haben, mir zuzuhören und zuzuschauen, hoffentlich auch, zum Thema End-User Experience, Messung und Optimierung. Mein Name ist Andreas Ludwig. Ich arbeite für Beckett Al in München. Bin dort im Team für Data und Analytics. Das heißt, ja, Daten sammeln, hoffentlich sinnvoll auswerten. Und ja, bin Senior Consultant und habe auch die Rolle, sozusagen unsere Kunden, die das Produkt Nextlink nutzen, zufriedenzustellen und zu schauen, dass unser Service erbracht wird an der Stelle. So, dann die Agenda für heute. Sie haben es vielleicht schon in der Einladung oder in der Werbung gesehen. Ich würde zuerst gerne über das Konzept des Digital Experience Score sprechen. Erklären, warum es sinnvoll ist, dass wir das messen, was wir mit den Daten so alles anfangen können. Im zweiten Schritt dann zu schauen, wie man das Ganze auch operativ nutzen kann und das tägliche Geschäft übernehmen kann. Natürlich, es muss der Nutzer was davon haben und es muss auch das Business was davon haben. Darauf werde ich noch kurz eingehen und anschließend, nach dem theoretischen Teil sozusagen, würde ich gerne eine Lösung vorstellen, die wir bei Kunden im Einsatz haben, von der wir überzeugt sind, genau, und einfach mal zeigen, wie das Ganze dort aussieht und was man so damit machen kann. So, ja, was ist der Digital Experience und warum sollten wir das messen? Im Grunde genommen geht es darum, unsere IT-Dienste und die Dienste, die von unseren Leuten in den Unternehmen, die eigentlich, ja, sage ich mal, das Geschäft machen, und aus ihrer Perspektive zu betrachten. Also, es war leider in der Vergangenheit oft so, dass wir Monitoring hatten für das Netzwerk und für die Serverseite, aber eben kein Monitoring auf der anderen Seite. Das heißt, wenn man das, meine tolle Grafik hier unten einfach mal anschaut, es geht einfach darum, das Ganze umzudrehen und zu sagen, was brauchen denn die Personen im Unternehmen? Und wie können wir das denen zur Verfügung stellen? Also es ist eigentlich ein Perspektivwechsel, um es ja, runterzubrechen. Unsere Art, wie wir arbeiten, hat sich geändert und wird sich wohl auch in Zukunft ändern. Ich glaube, wer seine Arbeit von zu Hause machen kann, wird es mit Sicherheit in den nächsten Monaten und Jahren auch tun, oder zumindest deutlich häufiger. Und ich denke auch, dass die Möglichkeiten der Remote-Arbeit und eben auch die Erfahrungen, die man dabei hat, eine immer größere Rolle spielen werden, zum Beispiel auch im Einstellungsprozess und einfach im Wettbewerb um Mitarbeiter eine größere Rolle einnehmen wird in Zukunft. Also wir werden auf jeden Fall nicht an den gleichen Arbeitsplatz zurückkehren, der vor Covid-19 bestand und genauso wird aber auch unsere jetzige Umgebung nicht Bestand haben, weil die Schwächen doch mit zutage getreten sind. Also es wird auch einem Wandel unterworfen sein. Und deswegen ist es einfach an der Stelle wichtig, sich die richtigen Fragen zu stellen. Also wie können wir sicherstellen, dass alle produktiv sein können? Wie können wir das fördern, dass neue Technologien angenommen werden? Sicherheit ist genauso ein großes Thema. Ich habe in meinem Freundeskreis von Leuten gehört, wo es hieß, nimm dein eigenes Gerät jetzt erstmal zum Arbeiten und dann schauen wir weiter. Sicherheit spielt da eine sehr große Rolle. Genau, und wie können wir einfach schauen, dass es unseren Kollegen gut geht und dass sie ihre Arbeit richtig erledigen können? Und am Ende spielt natürlich auch Kostenoptimierung eine Riesenrolle. Genau, ich habe hier kurz versucht zu erklären, oder ich möchte auf dieser Folie erklären, wir existieren wegen unseren Kunden. Ja. Und in der Vergangenheit war es ja schon immer so, dass man die Kunden in den Mittelpunkt gestellt hat. Und ich glaube, es ist jetzt einfach an der Zeit zu sagen, an zweiter Stelle müssen einfach die Mitarbeiter kommen. Also die Frage ist, warum nutzt man diese Messeinheit der Erfahrung? Also es ist nun so, dass wir als Unternehmen nur existieren, weil wir Waren austauschen mit unseren Kunden. Und die Erfahrung ist sozusagen der Messwert, den wir benutzen können, um irgendwie
rauszufinden, ob wir das gut oder ob wir das schlecht machen. Und ich glaube, wir müssen in der Zukunft einfach schauen, dass wir an erster Stelle die Kunden sehen, an zweiter Stelle die Mitarbeiter und an dritter Stelle dann eben die Partner. Genau. Und warum wir es messen sollen, ist dann klar, wenn man solche Daten sieht. Also wenn 80% der Unternehmen glauben, dass sie eine gute Kundenerfahrung liefern, aber nur 8% der Kunden das am Ende so fühlen, dann ist es vielleicht auch bei unseren Mitarbeitern ähnlich. Das heißt, an der Stelle müssen einfach Daten erhoben werden und ausgewertet werden. Weil am Ende läuft es darauf hinaus, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, dann sind die Kunden hoffentlich auch zufrieden. Und ich glaube, auf die Meinungen und auf die Stimmen der Kollegen und Kolleginnen zu hören und das dann eben zu ergänzen mit Daten und natürlich auch am Ende darauf zu reagieren, ist einfach ja, ein Knackpunkt von einer erfolgreichen Arbeitsplatzstrategie. Weil ich denke, nur wenn man die Herausforderungen der Mitarbeiter auch wirklich versteht und sich in ihre Lage versetzen kann, kann man den Mitarbeitern eben den Arbeitsplatz zur Verfügung stellen und die Tools, die sie am Ende auch brauchen. Also Empathie hat nun mal einen direkten Einfluss auf Loyalität, auf das Engagement der Beschäftigten im Unternehmen und am Ende auch auf die Produktivität. Also das heißt, zufriedene Mitarbeiter werden hoffentlich gute Arbeit abliefern und das heißt, am Ende sind die Kunden dann hoffentlich auch zufrieden. Das zum Thema generell. Die Frage ist jetzt, wie kann man das Ganze auch einbringen ins Unternehmen? Ich glaube, wir haben alle schon ein paar Konzepte kommen und gehen sehen, nachdem vielleicht auch die Erwartungen am Anfang nicht ganz erfüllt werden konnten. Das heißt, es existiert auf jeden Fall ein Zeitfenster, um so ein Konzept zu formen. Das muss man eben ausnutzen. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Ich glaube, um das ganze Konzept in die richtige Richtung zu bringen, müssen wir einfach auch ein paar Sachen im Kopf behalten. Und zwar, dass die Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg sind und dass der DEX nicht einfach nur oder Digital Experience Messung nicht ein Tool ist, was man so einfach installieren kann und nutzen kann und dann wird alles gut. Also es ist auf jeden Fall verbunden mit einer strategischen Vision und wir müssen das Ganze auch von den Führungskräften aus ins Unternehmen bringen, also wenn es die gewünschte Wirkung haben soll. Und genauso wie wir über Effizienz und Zufriedenstellung unserer Kunden reden, muss es eben auch zu einer strategischen Priorität im Unternehmen werden. Und indem der Schwerpunkt der Strategie für den Arbeitsplatz eben über die Technologie und die Software hinaus auch die Erfahrungen anschaut, kann man eben die Motivation der Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen erhöhen und damit eben zu einem erfolgreicheren Geschäft beitragen. Also wichtig ist, es geht um Menschen. Menschen sind immer noch diejenigen, die die Arbeit erledigen. Deswegen der letzte Satz. Also jedes DEX-Modell und jeder DEX-Plan muss die Erfahrungen der Beschäftigten über die technologischen Elemente hinaus direkt ansprechen. Also nicht nur auf die technischen Elemente. So, ein Mentalitätswechsel wird dafür nötig sein, wird kein Weg dran vorbeiführen. Und ich glaube, dass insbesondere in den Workplace- und Plattformteams ein Umdenken vielleicht her muss und zu sagen, die IT-Teams müssen auch lernen, das Business besser zu verstehen. Das fing schon mit ITIL an vor einigen Jahren, das Grundkonzept, aber ich glaube, da müssen wir noch mehr machen. Also es ist ja auch so, dass wir im Privaten das absolut gewohnt sind, personalisiert und möglichst bequem und möglichst schnell alles zu bekommen, während wir doch dann im Unternehmensumfeld das oftmals vielleicht nicht so hinbekommen. Und ich glaube, hier müssen die IT-Teams einfach das Business besser verstehen und die Menschen besser verstehen und einfach lernen. Da muss einfach ein Austausch her. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass so Run-End- und Change-Teams
vielleicht eher eine DevOps-Herangehensweise in der Zukunft ja, haben und vor allem auch, sage ich mal, eine End-to-End-Verantwortlichkeit zu haben, zu sagen, also es gehört nicht nur dazu, die Applikation zu deployen oder den Change zu deployen, sondern eben auch zu sagen, also da gehört noch mehr dazu. Und zwar, dass die Mitarbeiter hoffentlich zufriedener sind als vorher oder zumindest nicht unzufriedener, dass im Helpdesk die jeweiligen Checklisten da sind, dass Dokumentation da ist, dass mit Pilotgruppen gearbeitet wird und so weiter und so fort. Also einfach eine Neudefinition von wann ein Projekt als oder eine Einführung als erledigt gesehen werden kann. Und natürlich muss man das Ganze auch unterstützen. Also man kann nicht solche neuen Regeln einführen, sondern es sollte schon eine Rolle im Unternehmen geben, im DEX-Team, welches dann auch die jeweiligen Teams natürlich unterstützen muss. Also es muss Pilot-Demo-Gruppen geben, Schulungen und eben ständig nachgefragt werden, ob das alles so passt für die Mitarbeiter. Wir haben ja schon lange mit SLAs gearbeitet, waren so Standard im Grunde genommen. Und was man eben jetzt macht, ist zu sagen, man reichert den SLA, also das Service Level Agreement, die Zahlen an mit der User Experience. Also was empfinden die Mitarbeiter, die mit den Applikationen oder mit den Diensten arbeiten. Und das zusammen ergibt dann eben den Digital Experience Score. Also es geht einfach darum, Prozesse und Dienste mehr um den Menschen herum zu designen. Und XLAs helfen einfach ein Team, ein bisschen anwenderorientierteren Ansatz zu verfolgen und eben dann die Transformation eben so zu gestalten. Und wichtig ist es halt, dass beides gekannt wird. Also sowohl die SLAs sind trotzdem noch wichtig, aber es muss halt auf einer Seite das Technische gemessen werden und auf der anderen Seite die Experience, um das Bild zu vervollständigen. Und so kann man das Ganze sehen, ein Weg, ja, dass man sagt, okay, also Base-Level ist, IT funktioniert. Der nächste Schritt sollte dann sein, IT funktioniert für mich, damit ich gut klarkomme, damit ich arbeiten kann. Und das Ziel am Ende ist dann zu sagen, also ja, die IT macht mich besser und macht einen besseren Mitarbeiter oder eine bessere Mitarbeiterin aus mir. Das wären so die Schritte, wie man sie verfolgen könnte. Und was gehört zu IT macht mich besser? Im Grunde genommen kann man es auf diese vier Teilbereiche runterbrechen. Es muss komfortabel sein. Also wie gesagt, den Komfort, den wir im Privatleben genießen, den sollte es auch in der Arbeitswelt geben. Es muss sicher sein. Man muss Vertrauen da haben und es muss eben einen selbst besser machen am Ende. Das wären so die vier Punkte meiner Meinung nach. So, nachdem ich den theoretischen Teil jetzt besprochen habe, wir setzen schon seit einigen Jahren die Plattform Nexthink ein, um die digitale Erfahrung der Mitarbeiter bei den Kunden zu verbessern. Ich würde nun kurz erklären, wie die Plattform aussieht, was die so macht. Und dann später einfach ein bisschen herzeigen. Und genau, einfach mal, damit Sie eine Idee haben, wie das Ganze funktioniert. Natürlich kann ich heute keine vollständige Demo machen, will ich auch gar nicht. Wenn Sie Interesse haben, können wir gerne einen gesonderten Termin vereinbaren, wo wir das Ganze mal besprechen können in Ruhe und ich die ganzen Möglichkeiten herzeigen kann. Und ja, möchte auch dazu sagen, also ich bin kein Mitarbeiter von Nexthink. Wir sind zwar Partner, weil wir die Lösung gut finden, aber ich bin dann schon auch so ehrlich und kann sagen, also was es vielleicht nicht kann oder wo nicht das richtige Einsatzgebiet ist. Also da habe ich auch kein Problem damit. Aber wir haben eben gesehen, wie das Produkt unseren Kunden helfen konnte über die Jahre. Und deswegen sind wir auch immer noch Partner. Das ist eine Schweizer Firma, die schon 2004 gegründet wurde von zwei Studenten in Lausanne in der Schweiz. Die haben im Grunde genommen eine Datenbank patentiert und daraus ist dann das Produkt entstanden am Ende. Also an sich war es eine Datenbank,
die sehr schnell abzufragen war. Das Patent haben sie eben noch. Und was wir am Anfang einfach cool fanden, war, also wir sind ja ein Serviceunternehmen, wir haben schon immer unsere Sachen gemonitort mit Nagios und so weiter und so fort. Und Nexthink kam eben mit einem anderen Ansatz. Und wir haben gesagt, wir installieren auf den Endgeräten einen kleinen Agenten und dann dreht man das Ganze einfach um und schaut mal, wie sich das Ganze aus Anwendersicht darstellt. Weil wir das Problem oft hatten, dass ja unsere Monitoring-Systeme alle grün waren und alles sah gut aus, aber wir trotzdem Tickets bekommen haben. Und ja, nach ein bisschen Recherche sind wir eben auf dieses Produkt gestoßen. Und wir fanden den Ansatz eigentlich von Anfang an genau richtig. Ist mittlerweile ein Riesenunternehmen, haben große Kunden in allen möglichen Industrien. Das heißt, ja, die verdienen gutes Geld und stecken viel, viel Geld auch in die Produktentwicklung wieder rein. Also dieses Produkt entwickelt sich ständig weiter. Und ich zeige erstmal kurz die Architektur nur kurz. Also wie ich schon erwähnt habe, es gibt einen Agenten oder einen Kollektor, der auf den Endgeräten installiert wird und dieser schickt einfach fortlaufend Daten an die sogenannte Nexthink Engine, was das Herzstück der Applikation ist. Und dann hat man zwei Möglichkeiten, die Daten sich anzuschauen. Man kann entweder mit dem Browser auf ein Portal zugreifen oder es gibt auch eine Applikation, den Nexthink Finder, mit dem man sich dann die Daten im Detail anschauen kann. Genau, Nexthink hat am Anfang hauptsächlich Kunden bekommen, wo Compliance sehr wichtig war. Also das waren am Anfang ihre ersten großen Kunden, waren so, ich glaube, das Militär in Frankreich und viele so Kliniken und sowas in die Richtung. Also wo es wirklich darum ging, zu sagen, wir müssen darauf achten, dass alle unsere Computer gewisse Compliance-Regeln einhalten. Das war eigentlich die ersten Kunden. Und ich habe hier im Screenshot mal, ich versuche nur zu erklären, damit Sie ein Gefühl bekommen, was für Daten eigentlich gesammelt werden. Also das sind so diese Basic-Daten, also Hardware-Informationen, Netzwerk-Informationen, wie lange braucht der Rechner zum Hochfahren, welche User sind in welchen Gruppen, wie voll ist die Festplatte und so weiter und so fort. Und natürlich eben auch, was für Sicherheitsprodukte sind auf dem Gerät installiert. Darüber hinaus werden alle Ausführungen und alle Verbindungen gespeichert und in die Datenbank zurückgeschickt. Das heißt, jedes Programm, was ausgeführt wird, oder jede Applikation, die ausgeführt wird, wird getrackt, wie viel Speicher sie braucht, wie viel CPU sie braucht, wie lange sie gelaufen ist, welche User es ausgeführt hat, etc. etc. Und genauso ist es auch mit den Verbindungen. Ich habe hier einfach mal beispielhaft ein Bild reingepastet. Das ist ein Rechner mit den verschiedenen User-Accounts, welche Applikationen ausgeführt werden, über welchen Port kommuniziert wird und wo die Verbindung am Ende hinging. Und bei den Verbindungen hat man natürlich dann auch Daten wie, was war die Antwortzeit von der Gegenseite, wie viele Daten wurden übertragen, etc. etc. Und zu guter Letzt werden noch Events gesammelt. Events sind solche Sachen wie Applikationsabstürze oder Programminstallationen etc. Man sieht es hier auf dem Screenshot, glaube ich, ganz gut. Da habe ich ein Gerät in den Demo-Daten gefunden, was ein paar Abstürze hatte. Das sind diese rot gekennzeichneten Punkte. Man sieht zum Beispiel hier in dem Fall, dass der Rechner den ganzen Tag mit einer hohen Memory-Auslastung läuft. Man könnte jetzt hier ins Detail gehen und sehen, welche Applikationen denn dafür verantwortlich sind. Wahrscheinlich ist es Chrome, keine Ahnung. Und ja, man sieht, welche Ausführungen gemacht wurden. Und unten vielleicht noch ganz interessant die Dienste, die genutzt werden. Also man sieht, dass, Empirum genutzt wird und VPN und so weiter und so fort. Und man sieht, wie viele Daten übertragen wurden. Also wenn wir jetzt noch mal ein bisschen dann zurückgehen zum Thema Digital Experience, denke ich, war es genau der richtige Schritt von Nexthink zu sagen, also wir haben ja all diese Daten, wieso nutzen wir die nicht einfach mal anders? Also um eben zu zeigen, und ich denke, das sieht man hier ganz gut. Also
Die Digital Experience von diesem Gerät, von dem Anwender, der dieses Gerät benutzt, wird relativ niedrig sein, weil seine Programme stürzen ab und der Rechner läuft die ganze Zeit mit viel zu viel Speicherauslastung. Das heißt, hier wird großer, hoher Wahrscheinlichkeit nach ein unzufriedener Nutzer vor diesem Gerät sitzen. Genau, und somit, also diese ganzen Funktionen, die Nextthing schon immer hatte, werden auch immer noch weiterentwickelt und es werden auch immer noch genau die gleichen Daten gesammelt. Also Nextthing hat dann vor 3-4 Jahren gesagt, hey, wir wollen das Ganze einfach mal ein bisschen auf einem ganz hohen Level anders darstellen. Und da kam eben dieser Digital Experience Score ins Spiel. Ist nichts anderes als ein KPI im Grunde genommen. Ne? Ein KPI, nach dem man sich richtet, wo man sagt, daran orientieren wir uns jetzt und wir wollen, dass der tendenziell nach oben geht, auf keinen Fall nach unten. Und das Schöne an Nextthing ist, dass es eben sowohl die harten Fakten, die im Hintergrund immer noch gesammelt wird, kombiniert mit eben den Antworten, die von den Usern eingesammelt werden. Das heißt, man hat die Möglichkeit, die User zu fragen, wie schaut's aus nach dem Wechsel auf Teams? Gibt's irgendwas, was dir nicht so gut gefällt oder was nutzt du viel, was nutzt du wenig? Man sammelt eben die Meinung der Mitarbeiter ein und kombiniert diese dann mit den harten Fakten, die der Kollektor an sich schon ständig einsammelt. Und so setzt sich das Ganze zusammen. Das Konzept der Digital Experience Score, wie gesagt, ist eine Zahl, ein Kennwert, eine Kennzahl. Und die setzt sich zusammen aus verschiedenen Bereichen. Es gibt einmal den Gerätescore, den Business App Score. Naja, Sie sehen es ja selber auf meinem Screenshot, den ich gepastet habe. Productivity und Collaboration ist im Grunde genommen die Office, das Office-Paket von Microsoft, was da abgebildet wird. Also genau, Teams, Excel, Word etc. Und Business Apps sind frei definierbar. Also hier kann ich dann wirklich sagen, das sind meine Business Apps außerhalb von der Microsoft-Welt oder vom Office-Paket, die müssen funktionieren, damit der Laden läuft und damit Geld verdient wird. Ja. Also hier, die sind dann frei konfigurierbar. Ob man jetzt SAP, sein ERP-System, was weiß ich, dort reintut. Also das ist, kann man dann selbst wählen. Genau, und das Ziel ist am Ende natürlich zu sagen, wir führen das ein und man hat einfach einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Man nutzt die Daten, man spricht mit den Usern, man automatisiert Lösungen, was natürlich für den Anwender auch sehr fein ist. Genau, und dann wird gereviewt und dann wird geschaut, wo man weiter verbessern kann. Also so sollte es laufen. Und das sind die drei großen Bereiche, sage ich mal, wo Nextthing wirklich sehr gut unterstützen kann. Also was die Qualität angeht, das heißt, man kann mit Nextthing sich riesen Zeit einsparen im Second- und im Third-Level-Support, weil man eben sieht, was genau auf welchen Rechnern gestern, vorgestern, vor 3 Tagen passiert ist, die vielleicht ein Problem hatten. Ich meine, es ist ja so, dass die großen Zeitfresser meistens 2 Sachen sind. Also diese immer wiederkehrenden Sachen, diese Tickets, die einfach immer wieder reinkommen, die allerdings leicht zu lösen sind, aber trotzdem jemanden brauchen, der es bearbeitet. Das kann man halt mit Nextthing automatisieren oftmals, was sehr schön ist. Und die zweiten großen Zeitfresser sind eben die Probleme, die außerhalb des normalen Spektrums sind, wo erstmal wirklich nachgeforscht werden muss, was jetzt eigentlich das Problem ist, ob es jetzt Malware ist oder keine Ahnung. Dann hilft Nextthing extrem, diese Zeit zu verkürzen, um der Sache auf die Spur zu kommen, weil man eben sieht, was auf dem Gerät verändert wurde oder was auf dem Gerät passiert ist in der Vergangenheit. Und genau, zweites großes Thema, Compliance. Das heißt, ich kann mit Nextthing sehr, sehr leicht mit wenigen Mausklicks sehen, wer hat noch eine veraltete Version von irgendeiner Applikation im Einsatz, haben alle die neuesten Patches bekommen, haben alle die Firewall zu Hause eingeschalten und ihr Antivirenprogramm ist up to date und so weiter und so fort. Also einfach die Compliance-Regeln, die man aufgestellt hat, zu überprüfen. Und der dritte große Punkt ist die Unterstützung bei Transformationsprojekten.
Das heißt, ich habe die Möglichkeit, vorher mit den Anwendern in Kontakt zu treten und zu sagen, wie gefällt es euch denn jetzt? Was würdet ihr euch wünschen? Das Ganze natürlich kombiniert immer noch mit den Daten. Das heißt, einerseits mit den Anwendern zu sprechen, andererseits Daten zu sammeln und dann eben zu vergleichen während der Rollout-Phase, nach dem Rollout, um dann festzustellen, ob das Ganze wirklich ein Erfolg war oder ob es vielleicht kein Erfolg war. Genau, das sind die drei großen Bereiche. Ich würde vielleicht noch, bloß damit Sie sich vorstellen können, ein paar Minuten zeigen, wie das Produkt aussieht. Es gibt eine Demo-Umgebung, auf die man online zugreifen kann. Muss ich mal schauen, dass ich meinen Bildschirm hier teilen kann. So. Ich denke, es sollte funktionieren. So sieht das Portal aus, über das ich vorher gesprochen habe. Ich habe ja schon ein bisschen erklärt, wie sich der Score zusammensetzt. Das heißt, der Score setzt sich zusammen aus dem Gerätescore, Productivity und Collaboration, Business Applications und Employee Sentiment. Das heißt, solche Daten hier, Devices with Average Experience, Devices with Frustrating Experience, das sind so Sachen, die Kombination aus beiden sind. Sie können hier auch sehen, dass es eine Unterscheidung gibt zum Beispiel zwischen Remote-Arbeitenden oder im Office arbeitenden Personen. Das heißt, hier hat man sehr schön eine Unterscheidung und kann das halt vergleichen miteinander. Die gesamte Unternehmensstruktur wird in Nextthink abgebildet. In dem Fall hat man jetzt Locations in verschiedenen Teilen der Welt. Wenn ich jetzt auf Europa klicke oder und dann auf Schweiz oder so, sehe ich halt meine ganzen Locations, die ich habe, kann die miteinander vergleichen und kann dann eben sehen, wo funktionieren Sachen besser, wo funktionieren Sachen schlechter. Wenn das Unternehmen nicht so groß ist, dann kann man sie auch mit Abteilungen machen. Machen andere Kunden von uns auch, die eben nicht so aufgestellt sind. Da kann man dann sagen, dann vergleicht man halt zwischen Marketing und HR oder der IT und so weiter und so fort. Also hier kann man wirklich relativ schön die Unternehmensstruktur abbilden. Und wenn man im Portal navigiert, behält man auch immer dann das bei. Also das heißt, man kann auch sehr schön einschränken, wer darf eigentlich was sehen in Nextthink. Mittlerweile kann man auch unterscheiden zwischen Session-Based Computing und der Virtual Desktop Infrastruktur. Das ist eine sehr schöne Neuerung, die sie vor einem Jahr eingeführt haben. Das heißt, hier kann man dann eben auch Analysen machen bezüglich der verschiedenen Virtualisierungstypen. Genau, und hier unten sieht man dann den Score. Also hier sieht man zum Beispiel einfach, dass im Moment, ich befinde mich, wenn man auf den oberen Bildschirmrand schaut, in der Schweiz, dass in der Schweiz es so aussieht, als ob es mit Teams im Moment ein Problem gibt. Zumindest ist das, woran man arbeiten sollte, weil alle anderen Scores gut sind, aber der Teams-Score, in dem Fall heißt Collaboration Solution, dahinter versteckt sich aber Teams, eben ein Problem gibt. Und somit ist das Ziel zu sagen, okay, ich möchte meinen Digital Experience Score für meine Mitarbeiter im Großen und Ganzen so eine Kurve haben, wie es auch hier abgebildet wird. Also das sollte im Idealfall halt einfach immer weiter nach oben gehen. Ich habe nur ein paar Dashboards mal aufgemacht. Wie gesagt, können gerne einen nächsten Termin machen, wenn Sie das Produkt näher kennenlernen möchten. Hier kann man einfach sehen, wie man in einem Transformationsprojekt vorgehen kann. Man hat die Möglichkeit, eben zu vergleichen, Pre-Deployment, Post-Deployment, die Mitarbeiter zu fragen, ist es jetzt besser geworden mit Teams oder ist es schlechter geworden mit Teams? Könnt ihr natürlich auch noch tiefer reingehen und sagen, ja, was gefällt dir denn nicht? Also ist es zu langsam? Ist es zu kompliziert? Besteht Schulungsbedarf? Eben um rauszufinden, falls es Probleme gibt, was sind denn eigentlich die Probleme, die Benutzer haben könnten? Man kann dann eben sich diese Meinungen einholen. Das macht man über Umfragen. Nextthink bringt eine Möglichkeit mit Umfragen an die Mitarbeiter zu schicken. Und genau, die kann man entweder Multiple Choice
oder auf so einer Skala mit so Sternchen, keine Ahnung, 1 bis 5 und so weiter darstellen. Also man hat hier verschiedene Möglichkeiten, die Daten einzuholen und diese dann eben anschließend dann darzustellen. Also ich muss jetzt sagen, es ist alles auf Englisch. Man kann natürlich auch das Ganze auf Deutsch haben. Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Was ich noch zeigen wollte, ist die Unterscheidung hier auch nochmal zwischen Remote-Arbeitern und Office-Arbeitern. Ich musste meinen Zoom hier ein bisschen vergrößern, damit man das auch an Ihrer Seite gut sehen kann. Deswegen ist die Darstellung vielleicht ein bisschen komisch, weil das jetzt auf 150% gezoomt ist. Normalerweise passt das schon alles auf einen Bildschirm. Aber hier sieht man zum Beispiel auch, dass man vergleichen kann, wo sind die Probleme, sagen wir mal, remotely connected workers. Da sieht man eben, dass es in Europa größere Probleme gibt, während in den anderen Regionen die Leute zufrieden sind und es auch keine Probleme gibt. Und so hat man eben die Möglichkeit, Vergleiche anzustellen. Genauso auch mit der Virtualisierung. Hier kann man eben sehr schön sehen, den Vergleich zwischen VDIs und Session-Based Computing und den physischen Systemen, um eben zu sehen, also wo hakt es, wo müssen wir ansetzen. In dem Fall sieht man, dass es bei den physischen Systemen am Logon hakt, weil hier der niedrigste Wert zu sehen ist. Genau, und noch ganz kurz zum Schluss habe ich erzählt, man kann die Daten auch anders konsumieren. Also es gibt auch die Möglichkeit, eben dann, also dieses Portal ist eben eine sehr High-Level-Sicht auf die Daten. Man hat auch die Möglichkeit, mit dieser Applikation sich die Daten etwas genauer anzuschauen. Hier will ich nur kurz zeigen, wie sowas zum Beispiel aussehen kann. Ich habe hier meine Dienste und rot heißt natürlich immer, es ist ein Problem. In dem Fall scheint es ein Problem mit SAP zu geben. Wenn ich das hier mal größer mache, kann man sehen, wie so ein Service-Dashboard aussieht. Ich kann sehen, wie viele Geräte benutzen den Dienst, bei wie vielen gibt es ein Problem mit der Verbindung, was ist die durchschnittliche Antwortzeit, wie lange sind die Web-Requests, wie viele Daten werden übertragen, etc. In dem Fall scheint es so zu sein, dass in London eben das größte Problem da ist. Wenn ich meine Maus hier drüber halte, sehe ich auch, dass es hauptsächlich so 500er Web-Request-Fehler sind. Und das Schöne ist, also diese Service-Dashboards werden ja laufend aktualisiert. Also das ist im Grunde genommen Live-Dashboards. Das heißt, hier kann man schon mal sehen, ob es halt irgendein Problem geben wird und schon mal anfangen, gegenzusteuern. Also, oder zumindest mal schon mal zu analysieren, also was könnte denn das Problem sein, um am Ende einfach zu vermeiden, dass viele Tickets im Service Desk aufschlagen. Also es gibt auch eine Alerting-Funktion. Man kann sich dann eben auch über Alerts informieren lassen und sagen, okay, das müssen wir uns jetzt mal anschauen, was hier los ist. Also, und so kann man sich das Ganze dann eben anschauen. Ich werde das nochmal ganz kurz zeigen. Wenn man sagt, ich möchte jetzt mal diese Probleme sehen, ja, die Failed HTTP-Requests, kann man sich das Ganze eben auch visuell darstellen lassen und sieht dann eben, okay, das sind diese ganzen Geräte, es scheint die Applikation Internet Explorer zu sein, es scheint über den Port zu gehen und irgendwie scheint es ein Problem mit diesem Proxy dann zu geben, dass die Daten eben nicht, dass die Kommunikation nicht zustande kommt. Wenn Sie unten rechts mal schauen, sieht man eben auch, in dem Fall lasse ich mir jetzt nur die fehlgeschlagenen HTTP-Requests anzeigen und da sieht man eben, es war alles in Ordnung. Es fing so gegen 9 langsam an und ja, es scheint zwar ein bisschen besser zu werden, aber im Grunde genommen ist das Problem immer noch da. Und so hat man eben im Hintergrund immer noch die wirklichen Detaildaten der Endgeräte. Kann sehr schnell sehen, ist es ein globales Problem, sind alle betroffen, um eben dann möglichst zu verhindern, dass Tickets überhaupt aufgemacht werden oder Incidents im Service Desk anschließend aufgemacht werden. Genau, diese Applikation ist ziemlich mächtig. Man macht damit Datenbankabfragen im Hintergrund, ist aber jetzt eigentlich, also ist eher dazu da, um im Second oder im Third Level
nachzuschauen, was denn eigentlich das Problem ist. Ich sag mal, die High-Level-Ansicht ist und bleibt das Portal. Mittlerweile gibt es auch schon seit den letzten beiden Versionen auch schon Anfänge mit, sage ich mal, Machine Learning. Das heißt, Nexting versucht dann schon, Vorschläge zu machen, wie man seinen Score verbessern kann. Also das ist so eine Ansicht im Tacho-Stil, Good Experience, Average Experience, Frustrating Experience. Und was man hier auf der rechten Seite sieht, ist, dass Nexting dann schon einem mittlerweile ein bisschen die Arbeit auch abnimmt und sagt, ja, schau mal, darauf solltest du dich vielleicht mit deinem Team mal konzentrieren und dir das anschauen. Also es scheint Probleme beim Logon zu geben. Da gibt es dann schon Vorschläge, was man machen kann. Teams Crashes, also scheint ein Problem mit den Teams abstürzen zu geben. Die sind zumindest mehr geworden oder machen die Mitarbeiter unzufrieden. Das heißt, das sind jetzt, wie gesagt, seit zwei Versionen gibt es das jetzt. Es ist ein Anfang, aber es wird mit Sicherheit besser werden, auch mit der Zeit. Also wie gesagt, Nexting verdient gutes Geld. Die stecken viel Geld in die Entwicklung und das wird in der Zukunft auch besser werden. Eine Sache, die auch dazu gekommen ist, sind die sogenannten Personas. Das heißt zu sagen, man identifiziert oder gruppiert Mitarbeiter eher daran, wie sie arbeiten und nicht in welcher Abteilung sie sitzen. Also gibt ja Leute im HR oder sagen wir mal in der Finanzabteilung, die arbeiten den ganzen Tag mit Power BI. Dann gibt es Leute, die benutzen Power BI gar nicht, sitzen aber direkt neben dieser Person. Das heißt, hier versucht man eben, bestimmte Personas im Unternehmen zu identifizieren und zwar eben nicht anhand der Abteilung, in der sie angestellt sind, sondern wie sie eben arbeiten. Also welche Teams nutzen sie, welche Tools nutzen sie und die eben so zu gruppieren. Und das Schöne ist, man kann das Ganze natürlich dann eben auch mit den Daten aus Nexting verbinden. Also dieses Beispiel hier zeigt ja Developers, also Entwickler, die unzufrieden sind, warum auch immer, das kann man ja dann im Detail nachschauen. Aber man sieht dann zum Beispiel auch, also welches Device-Model hat denn den höchsten Score? Womit sind denn die Leute am meisten zufrieden? Das heißt, man kann eben die Daten, die im Hintergrund da sind, nutzen und sie kombinieren, um eben ja hoffentlich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn man sagt, okay, ab jetzt bekommen Entwickler halt eben dieses System mit diesem Prozessor und mit diesem Betriebssystem, welche Applikationen benutzen die viel? Da müssen wir halt also schauen, dass die auf jeden Fall drauf sind. Genau, also das ist auch ein Anfang, der jetzt gestartet wurde, um eben zu sagen, ja, man nutzt Personas, um Vorschläge zu machen, wie man Sachen in Zukunft besser machen könnte. Genau, ich würde an dieser Stelle dann auch aufhören mit der Demo. Und bin natürlich gerne bereit, Fragen zu beantworten, wenn es denn welche gäbe. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne in unseren Stellen einfach reintippen. Ansonsten haben Sie natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, uns im Nachgang Fragen zu dem Thema zu stellen. Eine Frage haben wir. Was sagen Betriebsräte zu einer Einführung? Die Betriebsräte muss man früh mit einbinden und ihnen erklären, warum man das macht. Und zwar, dass das Endziel ist, die Probleme der Anwender schneller zu lösen und ihnen ihr Arbeitsgerät zu verbessern. Ich kenne die Diskussionen, ich kann nur die Tipps geben, möglichst früh mit einbinden. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn irgendwie Gerüchte so rumgehen, ja, die installieren da jetzt irgendein Tool oder sowas. Also da muss man eben aufpassen. Man muss die frühzeitig mit einbeziehen. Plus, man nutzt ja die Daten, um die Erfahrung der Mitarbeiter zu verbessern. Also wir haben bis jetzt keine Probleme gehabt. Bei einem Kunden von uns müssen so Umfragen vorher freigegeben werden. Das heißt, da gibt es noch eine Kontrollinstanz im Betriebsrat,
die das okay geben muss, dass diese Umfrage so veröffentlicht werden kann. Was ein bisschen schade ist, weil man kann dieses Umfragetool auch sehr gut nutzen, um Anwender zu informieren, wenn es irgendein Problem gibt. So machen das andere Kunden von uns. Wenn es irgendwie einen Ausfall von irgendeinem System gibt, dann nutzen die dieses eigentlich Umfragetool, aber schicken keine Umfrage raus, sondern nur eine Info, dass SAP-Login im Moment nicht möglich ist oder sowas in die Richtung. Und das geht natürlich bei dem anderen Kunden nicht, weil das da jedes Mal vom Betriebsrat erst genehmigt werden müsste und dann kann man auch genauso gut eine E-Mail rausschicken. Also dann geht das genauso schnell. Diese Umfragen erscheinen sehr schnell auf den Bildschirmen der Benutzer. Und was vor allem schön ist, man kann sehr genau steuern, wer diese Umfragen bekommt. Weil ich vorher das Beispiel hatte, jetzt so SAP funktioniert gerade nicht. Da macht es ja keinen Sinn, diese Info an Leute zu schicken, die SAP gar nicht nutzen. Und man kann eben dann in NextThings sagen, schicke diese Info nur an Leute, die in den letzten 7 Tagen SAP genutzt haben oder die heute SAP genutzt haben oder sowas in die Richtung. Das heißt, man kann da sehr gut vorbeugen, dass die falschen Leute diese Umfragen bekommen. Und genauso macht man es natürlich auch, wenn es um Change-Projekte geht. Also wenn man wissen will, wie die Leute jetzt arbeiten und was sie gerne hätten, kann man das auch sehr genau steuern, wer denn das jetzt bekommt. Also im Grunde genommen kann man dann sagen, nur die, die jetzt schon jeden Tag 8 Stunden diese Applikation nutzen, kommen überhaupt als Pilot-User in Frage zum Beispiel. Also, genau, so jetzt bin ich abgedriftet. Betriebsrat, genau, früh einbinden und erklären, warum man das macht. Und dann gibt es eigentlich auch keine Probleme. Die nächste Frage ist, gibt es einen Durchschnittswert bei DEX? Wird der Wert pro Unternehmen individuell errechnet? Der wird pro Unternehmen individuell errechnet und man kann diesen Wert vergleichen mit anderen Branchenteilnehmern, sage ich mal. Also es macht jetzt keinen Sinn, ein produzierendes Gewerbe mit einer Bank zu vergleichen. Also das findet nicht statt, aber dieser DEX bietet ein Branchenbenchmarking, dass man sich mit Unternehmen aus der gleichen Branche vergleichen kann. Aber man startet in der der DEX ist wirklich individuell, also der ist für jede Firma eigen sozusagen. Wie lang benötigt eine durchschnittliche Einführung? Um das Tool einzuführen, würde man sagen, also man muss den Agenten ausrollen auf den, also Agenten, den Collector, auf den Endgeräten ausrollen. Da kommt es dann immer darauf an, wie schnell es in die jeweiligen Unternehmen geht, wie viele Leute von zu Hause aus arbeiten. Also der Agent oder der Collector muss ausgerollt werden. Das dauert oftmals eigentlich fast am längsten, je nach Firma. Und dann eben die Begleitprozesse einzuführen. Ich würde mal sagen, in einem Monat kann man so ein Projekt durchaus erfolgreich abschließen. Zumindest so, dass das alles funktioniert und dass die Basics schon mal da sind. Wichtig ist dann eben im Unternehmen auch, um den Wert wirklich zu erhöhen, sollte man möglichst vielen Teams in Kontakt sein, würde ich sagen, und schauen, was braucht ihr oder welche Daten interessieren euch denn. Aber ich würde mal so einen Monat angeben. NextThings gibt auch die Möglichkeit für ein Proof of Value. Da kann man das Ganze mal ausprobieren, so für ich glaube auch ungefähr für einen Monat. Dann schauen, ob man seine Use Cases damit lösen kann. Und genau, die Möglichkeit gibt es bei NextThink. Ist übrigens eine Software-as-a-Service-Lösung. Man kann es auch lokal betreiben, wenn man möchte, bei sich im Netzwerk. Die Möglichkeit gibt es. Aber in der Regel nutzt man jetzt die Möglichkeit, das Ganze als Service eben bei NextThink dann zu benutzen. Die hosten das, soweit ich weiß, bei Azure in Frankfurt. Performance ist gut, also das passt, ja. Noch eine Frage. Voraussetzung ist aber immer der Mentalitätswechsel oder die Awareness der Führungskräfte dafür, richtig? Ja, auf jeden Fall. Das bringt sonst nicht. Also das ist, ich hatte auch Projekte, wo es nicht funktioniert hat, muss ich ehrlich gesagt gestehen, wo das Ganze nicht angenommen wurde. Also das Ganze muss auf jeden Fall gelebt werden. Ich bin in einer der ersten Folien auch drauf eingegangen. Also solche Sachen wie eben Zufriedenstellung der Kunden und Produktivität und sowas waren ja schon immer wichtig. Und die richtigen Leute an den richtigen Stellen müssen einfach verstehen,
dass es auch wichtig ist, also man den Leuten nicht einfach ein Arbeitsgerät hinstellt und sagt, mach mal, sondern dass man schon daran arbeiten sollte, dass sie möglichst zufrieden und möglichst gut arbeiten können. Also C-Level-Support wird meiner Meinung nach benötigt, ja. Wenn man den Digital Experience Score nutzen will, muss ich noch dazu sagen, also wenn man nur die Analysemöglichkeiten so tief ins System und sowas zu schauen, ja, dann kann man es ja eigentlich sagen, dann benutzt es nur das Support-Team, um Tickets schneller zu bearbeiten oder da schneller auf die Spur zu kommen. Aber dann verpasst man auch einen großen Teil meiner Meinung nach und den Sinn des Tools. Also ja, C-Level-Support ist definitiv wichtig bei der Einführung. Ich glaube, diese Awareness wächst aber auch jetzt mit der Zeit. Also es werden ja, müssen ja zum Teil ganz Unternehmen virtuell im Moment geführt werden. Also ich glaube, es ist einfach klar, dass wir ja die Anforderungen unserer Mitarbeiter und unserer Kollegen einfach verstehen müssen, was die brauchen, damit sie ihre Arbeit eben gut erledigen können. Also ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Wie gesagt, wenn Sie weitere Fragen doch noch haben sollten, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir nehmen dann Kontakt zu Ihnen auf und können dann, ich glaube, du hast auch noch gesagt, es gibt auch eine Möglichkeit, eine Demo zu bekommen. Also ich kann gerne nochmal im Detail, also hier, wenn man jetzt eh schon so das grundsätzliche Konzept gesehen hat, hat man ja vielleicht auch noch andere Fragen oder man sagt, ja, mich interessiert hauptsächlich dieser Teil, also mach gerne nochmal eine Demo, um auf bestimmte Teilbereiche oder sowas nochmal einzugehen. Klar, überhaupt kein Problem. Von meiner Seite auch vielen Dank und schönen Tag noch.